Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Wissensrechtecke, Zielscheiben mit einer Textwertung, in dem Fall am Beispiel Word, erzeugen kannst. Was Wissensrechtecke, Zielscheiben sind, habe ich dir in einem anderen Video erklärt. Nur so kurz einmal: In der Mitte eines Blattes stehen die wichtigsten Begriffe, die allgemeinsten Begriffe, kann man auch vielfach sagen. Und je weiter nach außen man diese Dinge dann einträgt, umso weniger im Vergleich sind diese Dinge dann. Aber sie zeigen auch die Zusammenhänge auf. Also wenn ich hier Peripheriegeräte am Computer habe, dann können die Drucker dazu. Ja, und zu den Drucker können wir eine Tintenpatrone. Das heißt, je wichtiger etwas ist, umso mehr steht es in der Mitte. Das, was dann damit zusammenhängt, kommt dann außen heran. Und das, was dann ganz außen steht, ist dann vielleicht im Verhältnis zu den insgesamten Peripheriegeräten weniger wichtig, aber hängt natürlich mit diesem Pfeil zusammen. So sieht man das gut. Und das machen wir jetzt mit einem Computer. Ich habe hier Word gestartet, ein leeres Blatt, und weil das Blatt natürlich sehr viel aufnehmen soll, auch in der Breite, stelle ich das jetzt hier ein. Ich gehe auf Layout, wähle hier dann Ausrichtung aus und wähle hier das Querformat aus. Das Bild wird jetzt hier quer eingerichtet. Du siehst hier dieses umgedrehte P. Das hängt damit zusammen, dass ich hier die Formatierungszeichen eingeschaltet habe. Das ist immer ganz praktisch, weil ich dann eher sehen kann, was gerade passiert ist. Ich habe gerade hier die Enter-Taste gedrückt, oder wenn ich hier die Leerzeichen-Taste, erscheinen diese Punkte. Wenn ich jetzt hierher wieder drauf drücke, werden sie ausgeblendet. Ich kann sehr gut sehen, was ich gemacht habe. Deswegen arbeite ich gerne mit diesen Formatierungszeichen. Und jetzt möchte ich aber, dass ich möglichst viel Platz habe. Gehe wieder auf Layout, Seitenränder und stelle hier benutzerdefinierte Seitenränder ein. Ich klicke hier und stelle dann hier überall 1 ein. Ich habe jetzt hier bei den Seitenrändern überall 1 eingestellt. Also der Abstand vom Seitenrand ist immer 1 cm. Siehst du, es wandert hier herauf, dieser erste Cursor. Und da oben trage ich dann gleich die Überschrift ein, das Thema. Hier habe ich die Überschrift eingetragen. Wenn ich hier natürlich dann dementsprechend dann die Textfarbe verändern möchte, kann ich hier rechte Maustaste nehmen und wähle mir hier dann vielleicht eine andere Textfarbe aus. Oder ich wähle sie aus, gehe auf Start und stelle mir dann die Textfarbe hier dann dementsprechend ein. Jetzt möchte ich die Rechtecke eintragen. Dazu gehe ich auf Einfügen und wähle mir dann hier aus Formen. Und bei den Formen, da steht hier zuletzt verwendete, und ich kann hier die Rechtecke dann verwenden. Das ist die Rechtecke, ich wähle das hier aus. Und der Mauszeiger hat sich verändert. Ich kann dann hier das groß aufziehen. Wenn ich hier mehr Platz möchte, mehr sehen möchte, klicke ich hier beim Minus dann drauf und kann mir dann hier diesen Rahmen groß einstellen. Man sieht hier ein blaues Feld, das möchte ich jetzt hier dementsprechend verändern. Und wir haben da hier oben dann eine Formformatierung. Ich kann jetzt auch rechte Maustaste aufrufen und kann dann hier Form formatieren gehen. Und auf der rechten Seite erscheint mir etwas, jetzt gehe ich auf Füllung und wähle jetzt hier aus keine Füllung. Und bei der Linie stelle ich hier fest, dass hier einfarbige Linie eingestellt ist. Das passt für mich soweit ganz gut. Und kann jetzt die Stärke dann verändern. Das ist das hier dann gleich. Wenn ich das jetzt hier verändere, wird dann diese Linie dann dementsprechend, wenn ich das jetzt hier fetter mache oder Stärke einstelle, wird das dann dementsprechend dann stärker eingezeichnet. So habe ich die äußere Linie. Jetzt gehe ich wieder auf Einfügen. Füge dann wieder eine Form ein. Gehe wieder auf Rechteck, ziehe das dann hier auf, hier ist es wieder angefüllt. Hier auf der rechten Seite hast du wieder diese Formatierung eingestellt. Ich wähle wieder keine Füllung aus und wähle dann hier bei der Stärke dann vielleicht wieder 3 aus. Das ist jetzt hier so eingestellt, ich kann es an der Größe noch etwas verändern, dass dann etwas Platz ist. Wenn ich hier drauf klicke einmal mit der linken Maustaste, dann siehst du, dass ich der Mauszeiger in 4 Richtungen dann zeigt er mir Pfeile, da kann ich das dann verschieben und füge zum Schluss dann noch einen weiteren Kreis ein, gehe wieder auf Formen Rechtecke, zeichne das in der Mitte hier auf, vielleicht diesmal etwas kleiner. Wenn ich hineinfahre, siehst du, es ist hier wieder die Pfeile in alle 4 Richtungen, stelle das hier wieder ein auf keine Füllung und bei der Stärke stelle ich das dann wieder etwas stärker ein, ganz nach Geschmack. Das wären jetzt hier diese Rechtecke. Wenn ich hier etwas eintragen möchte, einen Begriff, dann gehe ich wieder auf Einfügen und füge in dem Fall immer für jeden Begriff hier ein Textfeld ein. Ich klicke auf Textfeld. Das wird mir hier dann so vorgeschlagen. Das überschreibe ich jetzt mit irgendeinem Begriff. Habe jetzt hier ein Textfeld, fahre wieder her, schiebe das vielleicht in die Mitte, stelle mir die Größe des Textfelds ein mit linker Maustaste und habe dann dementsprechend hier ein Textfeld. Jetzt mache ich dann noch ein Textfeld, einfügen, damit wir das dann mit einem Pfeil versehen können. Das überschreibe ich jetzt wieder mit irgendeinem Begriff, du wirst dann was Sinnvolles wählen. Gehe jetzt hierher, setze das hier hin und wenn ich jetzt einen Pfeil machen möchte, gehe ich wieder auf Einfügen, gehe wieder zu meinen Formen
und habe dann hier diesen Pfeil, den ich hier zum Beispiel verwenden könnte, diesen Pfeil hier nehmen, bei gedrückter linker Maustaste ziehe ich das nach außen und ich kann dann wieder auf der rechten Seite oder über rechte Maustaste, du kannst dich erinnern, vorm Formatieren erscheint auf der rechten Seite dieses Menü hier und kann es dementsprechend einstellen. Wenn ich jetzt diesen Pfeil verändern wollte, klicke ich einmal mit der linken Maustaste drauf, dann habe ich vorhin so einen Kreis, den kann ich bei gedrückter linker Maustaste dann verschieben und könnte den dann zum Beispiel jemand etwas anderen zuordnen. Und so kannst du dann Textfelder anordnen, du kannst sie auch verschieben, wenn ich wieder herklicke auf dem Rand, wieder die vier Pfeile in beide Richtungen gehen, erinnerst dich, bei gedrückter linker Maustaste kann ich das zum Beispiel verschieben und könnte diesen Begriff dann auch wieder daher schieben. Ja, soweit zu wissensrechtlichen Zielscheiben mit einer Textverwaltung am Beispiel von Word.